Und während wir hier den Angriff sehen auf eine BH6, heiße ich euch herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan Tuvoris. Ja, mal sehen, wie die Meisterhütte so ihren Weg jetzt macht. Ja, schauen wir mal. Erstmal das dicke Labor hier, also das Sternlabor wegmachen. Und dann jetzt, denke ich mal, ja, kriegt ja noch nicht so viel Beschuss. Ich würde sagen, danach geht es erstmal rein in die Mauer hier und ich hab die dann nochmal gezündet. Aber was dann danach passiert, das erklärt sich mir erstmal nicht. Aber ich werde euch das dann im Nachgang sicherlich erklären, denn jetzt geht die erst auf das Lager. Warum die auf das Lager geht, das erkläre ich euch jetzt gleich. Ja, und warum die jetzt erst aufs Lager geht, ich habe das nochmal so ein kleines Stück zurückgespult, weil genau diese Tonne hier hinter einer Mauer ist und das erst erreichbare Ziel nicht hinter einer Mauer war natürlich an der Stelle Goldsammler oder der, ja doch, der Goldsammler war es. Und jetzt gucken wir weiter, muss ein bisschen größer machen, wie der Kampf denn eigentlich noch verlaufen ist. Also manchmal wundert man sich über den Gang der Battle-Maschinen natürlich schon. Ich meine, jetzt ist ganz klar, geht sie natürlich auf die Clanbruch-Truppen als erstes. Und ich komme aber ganz gut, obwohl hier zwei Luftabwehren ziemlich dicht aneinander stehen und der Rooster hier auch noch ist, doch ganz gut in die Base rein. Und da die Tonne ja zumindest mal weg ist, habe ich jetzt nur noch bis auf den Rooster fast nur noch punktuellen Schaden. Aber ich muss sagen, so stark finde ich den Rooster nicht. Also ihr seht das hier, da halten selbst die Lakaien hier schon relativ viel aus. Und ich bin ja nach wie vor dabei, die 3000 Pokale hier zu kriegen. Ja, ich bin auch nahe dran. Auch das belächle ich, aber ich denke mal, dieser Kampf hier ist natürlich gut ausgegangen. Also das waren hier satte 100% für mich. Und ich bin wieder über 2900 Pokale. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Folgen hier schon angefangen habe. Und dann sind die immer so blöde ausgegangen, dass ich gesagt habe, Thorsten, das kannst du nicht bringen, dann lachen dich die Leute ja nur noch aus. Das möchte ich natürlich nicht. Und deswegen beginne ich heute mal mit einem 100% auf dieses Dorf hier, also 6 auf 6, so muss man es ja sagen. Meine Babys sind natürlich erst Level 11, also noch nichts maxed out hier bei mir. Und ja, trotzdem möchte ich natürlich so ein bisschen jetzt reinklotzen. Also ich habe heute eigentlich eine gute Serie hingelegt. Auch den darauffolgenden Angriff habe ich erfolgreich abgewehrt. Immer noch mit meiner eigentlich gar nicht mal so starken Base. Aber ich baue im Moment nichts aus. Dabei müsst ihr mir vielleicht helfen. Ich weiß nämlich nicht, was ich mit meinem Gold und mit meinem Elex machen soll. Also Battle-Maschinen jetzt erstmal auf 6, also der Bauarbeiter ist dann ja erstmal weg aus der Base oder aber irgendwas in der Base gemacht. Ihr seht so ein bisschen, dann habt ihr so ein bisschen den Status bei mir. Ich habe jetzt also erstmal nachgebaut, den Archer Tower habe ich nachgebaut. Der Crusher ist erst auf 3, den könnte ich jetzt natürlich auf Level 4 ziehen, dauert natürlich einen Tag, dann bin ich wieder ein bisschen geschwächter. Und kleinere Schwächen machen sich immer ganz schnell bemerkbar, also gucken wir mal. Wie wir uns hier schlagen. Ich bin auch extra heute mal am Tablet und nicht am PC, weil am Tablet greife ich nach wie vor auch hier in dieser Base oder in so einer Base viel, viel besser an. Und hier haben wir auch die beiden Lars sehr, sehr dicht. Das finde ich manchmal gar nicht so schlecht. Ich wechsle meine Armee nicht mehr. Also ich habe ja im Stream ab und zu mal meine Armee gewechselt zu, ich glaube, es waren 3 Riesen, 4 Mauerbrecher und 15 Barbaren. Also da kriege ich oftmals die Meisterhütte, aber das war's dann. Ja, das sind dann 30 oder 40%, und deswegen ist mir diese Armee hier nach wie vor die liebste. Muss ich einfach mal so sagen, auch wenn hier viel Luftabwehr in der Base selber ist, das weiß ich auch selber, aber wenn der Crusher erstmal weg ist, da hinten sind natürlich die tiefstehenden Bogenschützentürme und die machen schon ein bisschen mehr Schaden. Vor allen Dingen an meiner Kampfmaschine. Die ziehen die ziemlich stark runter, aber ich denke mal, jetzt ist die Kampfmaschine schon an der Hütte und kann ich sie vielleicht nochmal ziehen? Ist da noch ein Drache dran? Nein, kann ich nicht mehr. Oh, knappe Kiste hier. Sehr knappe Kiste, wenn da nichts mehr auf die Hütte geht, aber es geht auch nichts mehr auf die Hütte jetzt. Okay, kann ich nichts machen. Mal läuft es so, mal läuft es nicht so. Ab und zu habe ich dann auch mal eine Defense mit meiner Base hier, aber gerade wenn ich aufnehme. Ja, aber irgendwann muss ich ja mal aufnehmen. Ich muss euch mal den Status hier zeigen.
wie es mir hier nach wie vor ergeht. Oh, da geht ja doch noch, jetzt kommt die Tonne, okay. Dann sind wir natürlich fast chancenlos, es sei denn, wir kriegen jetzt den Crusher relativ schnell und alle drei gehen nochmal mit ein, zwei Schuss hier auf die Meisterhütte. Schafft der Lakai das noch? Nein, der Lakai schafft's nicht. Wie knapp. Mist. Naja, ist immer sehr, sehr knapp hier. Also ich habe hier heute schon so knappe Angriffe gesehen, wo ich hier wirklich gesessen habe und so richtig so abgejubelt habe. Und oh, den haben wir gewonnen. Donnerwetter gegen 8 Hexen. Nee, nicht 8 Hexen. 8 Max-Hexen. Das muss ich mir mal angucken, weil in meiner Base habe ich ja überhaupt keine Luft-Dev, also nur die Tonne und natürlich die Luftabwehren, aber keine einzige Falle auf Luft, sondern nur auf Boden und habe auch keine draußen im Moment, weil ich natürlich nicht weiß, welche Ecke nimmst du jetzt. Aber mal sehen hier, die Truppe schlägt sich ja schon mal gar nicht so schlecht. Okay, 7er Kampfmaschine auch noch, also auch schon 2 Level höher als meine. Mein Brutzler ist noch low, also der ist noch auf Level 1, den habe ich noch nicht weitergemacht. Und ja, sieht hier eigentlich ganz noch relativ stabil aus. Ich weiß auch nicht, ob ich nicht vielleicht auf die Clan-Truppen sparen soll. Die kosten jetzt, glaube ich, 14 oder 1500. Und die als erstes mache, denn da kriegen meine Clan-Truppen nochmal 2 Level drauf. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und vielleicht spare ich einfach auf die und mache erst bis dahin so ein bisschen Klein-Zeug in der Base. Ich habe jetzt also ja meine große Mine schon mal fertig auf den Status, wie sie auf BH5 ist, hab den Bogenschützenturm fertig und ja, hat er nicht gut gemacht hier, aber was wir jetzt machen, wir hauen jetzt den Boost raus und manchmal, eigentlich ist er immer so gewesen in meinen Folgen, sobald das Ding drin ist hier, verhaue ich hier jeden Angriff. Ja, mal gucken, ob das dieses Mal auch wieder so ist, ich hoffe es mal nicht, muss ja mal was werden hier, aber ihr seht das hier, ich habe die Fallen gemacht, ich habe hier hinten die Bombe schon mal jetzt auch nachgebaut, sie ist auch noch nicht mal maxed, also die kann auch noch ein Level vertragen. Vielleicht mache ich die auch erst. Dann habe ich zumindest den Bob erstmal immer aktiv. Aber wir wollen hier mal reinhauen. Große Konzentration. Das ist noch nicht mein Höchststand hier. Mein Höchststand ist nach wie vor 2991. Da habe ich schon mal eine Folge angefangen und war dann bis auf 2500 wieder runter. Ja, so geht das hier. Und aber heute bin ich hier stark am Ball geblieben, habe mich mal ein bisschen konzentriert, viel am Tablet angegriffen, weil nach wie vor ermöglicht mir genau das, nämlich dass ich hier recht, ja, ich will nicht sagen stabil angreife, aber viel, viel besser als am PC. So, jetzt muss ich mal kurz in mich gehen. Ich vergesse dann immer gleich zu Anfang kurz mal auch die Hütte hier zu machen, nicht die Hütte, die Kampfmaschine einmal rauszubringen, ja, und ich meine, hier nach ist ja auch ein bisschen anders als im anderen Dorf. Kannst du natürlich nur abwarten, was machen deine Truppen. Kann ich meine Battle Machine nochmal zünden? Nein, konnte ich an der Stelle nicht. Jetzt habe ich natürlich viele Lakaien hier hinter den Drachen. Das ist ja eigentlich immer mein Ziel, aber jetzt kommt schon die Tonne. Ah, die ist ein bisschen früh da. Und mal sehen, ob wir überhaupt noch die 50% erreichen. Oder aber die Lakaien machen das natürlich in der Mitte jetzt nicht. Ich denke mal, die 2-3 Lakis, die werden es jetzt leider nicht bringen. Hinten habe ich jetzt noch einen Drachen. Okay, der ist jetzt auch Geschichte. Da sind es nur 48%. Das ist ein bisschen wenig. Habe ich aber auch schon mit gewonnen. Aber ich denke mal, eigentlich rechne ich immer mit einem Verlust. So ist es diesmal auch. Aber ihr seht es auch selber, auch nur ein Stern. Also der hat auch nicht wirklich alles erreicht hier. Und kurz mal in die Hände gerieben. Und Fight Now, nächster Gegner. Wir legen gleich wieder los. Also wenn mir das jetzt in dieser Folge nicht gelingt, dann nehme ich irgendwann mal nur noch den Angriff auf, der mich auf die 3000 Pokale gebracht hat. Das ist ja eigentlich so eine Base hier, die kann man gut mit den Bodentruppen machen. Aber trotzdem, ich lasse mich da nicht so hinreißen. Nein, ich mach's nicht. Toto, mach's nicht. Ich nehme meine altbewährte Truppe hier und gucke mal, dass ich mit der etwas gerissen bekomme. So, damit die jetzt auch wirklich in die Mitte gehen, da sauge ich jetzt für, ich spamme. Ich spamme nach wie vor meine Drachen, denn ich habe ja nur hinterm Rathaus punktuellen Schaden zurzeit. Ja, der Rooster hier, der Brutzler geht jetzt erstmal auf meine Kampfmaschine, die geht jetzt auch down. Aber ich habe das RH schon mal, oder die Meisterhütte. Und jetzt gucken wir mal, ob wir nicht noch irgendwo also den zweiten Stern hier rauskitzeln. Ist natürlich schwierig, Tonne kommt. Und so eine Base habe ich tatsächlich schon mit Bodentruppen, glaube ich, besser gemacht. Aber wir haben hier, glaube ich, den
zweiten Stern raus und den muss der Gegner auch erstmal machen. Das ist auch nicht immer gesagt, dass bei mir immer zwei rauskommen, also oftmals gewinne ich auch mit einem Stern. Mit keinem Stern fast gar nicht. Und mal sehen, was der Gegner hier macht. Oh, eieiei. Oh, 50% hat er schon mal zerstört, okay. Oh, ein Draw. Ein Draw ist auch nicht schlecht, ein Unentschieden. Damit kann ich leben. Vor allen Dingen gegen die Truppe, die er da mal gerade so aufweist. Also da wird er sich auch ärgern, dass er gegen mich, der eigentlich ein bisschen schwächer ist von den Truppen her, nur ein Unentschieden rausgespielt hat. Und mich freut das natürlich immer. Ich verliere keine Pokale, denn ich möchte natürlich entweder gewinnen oder unentschieden. Das ist für mich alles in Ordnung. Oh, das ist auch wieder so schwer. Also die Tonne und eine Luftabwehr da am Rathaus ist tricky. Deswegen fange ich mal hier mit einem Lakaien an, der mir hier so ein bisschen den Funnel vielleicht macht. Und ich komme ja doch eher gerne über, ich will nicht sagen Eck rein, aber ja, so ein bisschen. So ein bisschen so ein Eck. Und muss hier allerdings jetzt auch meine Drachen zum Nachtanken reinsetzen, vor allen Dingen die Clanburg-Truppen. Und nehme jetzt auch ganz klar in Kauf, dass mich schon so ein bisschen die Tonne da hinten erreicht. Da muss ich einfach ran, denn wenn der eine größere Clanburg vor allen Dingen hat, dann kommen ja schon stärkere Truppen raus. Und ihr seht das, die setzen auch meiner Kampfmaschine ganz gut zu. Und jetzt habe ich auch nicht mehr wirklich viel in der Base. Also ich glaube, ja, das Rathaus jetzt zu erreichen gegen die starken Luftabwehren hier, vor allen Dingen sind beide noch am Leben. Und die Tonne kommt jetzt noch auf mich zu. Mal sehen, ich denke mal, der Lakai, ja, der wird es auch nicht schaffen. Dann werden diese auch nicht schaffen, aber ich habe diesen einen Stern. Das ist ja so ein bisschen der Stern der Hoffnung hier für mich in der Bilderbase, also in der Meisterhüttenbase hier oder wie sie denn auch immer von euch genannt wird, gehasste oder geliebte Base. Und 2019, ich bin immer noch nicht weiter, aber wir haben noch so ein paar Sekunden Boost, noch ein paar Minuten Boost ist gut. Wir warten das einfach mal ab. Und ich kann euch aber schon mal verraten auf die Folge von morgen, da könnt ihr echt mal gespannt sein. Denn hier im Clankrieg, da geht so richtig zur Sache. Also das ist der Oberhammer. Also bleibt auf jeden Fall die nächsten Tage bei mir im Kanal und schaut immer mal wieder rein, wenn es was Neues gibt. Ich habe ja meine Clanbeschreibung auch ein bisschen geändert, beziehungsweise nicht meine Clanbeschreibung, meine Kanalbeschreibung ein bisschen geändert. Da steht ja jetzt nur noch ein Video pro Tag. Ja, früher war es mal ein Video High Noon. Ich versuche das nach wie vor um die Mittagszeit irgendwo hinzukriegen, aber so wie es heute war, ich habe heute mal was nachgeschnitten. Oh, wieder ein Unentschieden. Boah, wieder ein Unentschieden. Naja gut, zwei Unentschieden hintereinander ist in Ordnung. So, dann hauen wir den jetzt nochmal raus hier, denke ich mal. Und, oh, Tonne da. Eieieiei. Okay, ich wechsle meine Armee nicht. Ich will meine Armee hier an der Stelle nicht wechseln. Denn mit der Armee hier habe ich einfach am meisten Pokale gemacht. So muss man sagen, mit der habe ich mich hochgekämpft. Und mal sehen, ob ich da nicht ein bisschen am Ball bleibe. Ah, mal sehen. Ich habe mich ja heute schon hochgekämpft. Wenn ihr wüsstet, wie tief ich heute schon war und bin hier ganz diszipliniert jetzt immer weiter am Ball geblieben und habe mir gesagt, Thorsten, das schaffst du. Ja, gerade jetzt. Nichts im Ausbau. Ich habe alles erstmal so gelassen. Und wenn mich natürlich jetzt gleich nach der Aufnahme hier der Hafer sticht und ich sage, bah, das war ja mal gar nichts, dann, na komm. Oh, gerade so geschafft. Boah, das ist immer ein Bitten und ein Bangen da in der Mitte von mir, aber ihr seht das, ein bisschen macht es mir auch Spaß, ne? Keine Frage. Schauen wir mal rein. Und wir haben noch nichts, noch kein Ergebnis. Ich möchte ungern hier in das Watch reingehen, dann hast du gleich wieder, weißt du, wenn der Gegner dann schon über 50 ist, dann gehst du ja auch wieder raus. Und hier ist der Gegner aber, na, oh, 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 auch wieder Max-Truppen, oh, Max-Helden, größerer Held als meine es sind und, mal sehen. Eieiei, die Riesen sind noch gut da am Rumtanken. Die Battle-Maschine ist noch da. 42, 50. Jetzt geht er natürlich auf meine Hütte und muss jetzt recht schnell sterben. Macht er aber nicht, weil der eine Riese da noch tankt. Okay, 62. Das ist das, was ich eigentlich meinte. Ja, ich bin froh, dass ich so einen irgendwie packe. Und der hat hier in der Mitte jetzt immer noch seine Max-Schleichschützen. Die werden natürlich nicht alle durchkommen. Aber die Masse wird es schaffen. Und 71%. Ja. Was willst du machen? Jetzt bin ich wieder bei unter 2,9. Aber Max-Truppen, also wesentlich stärker als ich. Aber immerhin
passt ja die Meisterhütte. Und ich habe jetzt eigentlich immer gedacht, Mensch, Thorsten, jetzt bist du ja BH6, jetzt kriegst du noch BH5-Gegner. Nein, ich kriege immer noch BH6-Gegner. Ja, ihr seht das hier. Auch der hier ist ja nach wie vor BH6. Und deswegen versuche ich jetzt erstmal die Bogenschützentürme hier zu tanken. Das gelingt mir sogar. Ja, die Battle Machine will also richtig schön genau dahin, wo ich eigentlich hin will, nämlich in die Mitte. Und damit habe ich die Bogenschützentürme, denke ich mal, ein bisschen auf mich gezogen. Erstmal, jetzt latscht er natürlich rum. Das ist jetzt suboptimal, so will ich das mal benennen. Aber wenn meine Flugtiere dort vielleicht den einen Crusher mehr schaffen, aber die latscht sowieso außen rum. Ah, super. Geh du mal erst außen rum und meine anderen Flugtiere hier unten, die fliegen jetzt erstmal den Clanburg-Truppen nach, anstatt sie jetzt gleich auf die Meisterhütte zu gehen. Ja, ein bisschen habe ich ja drin. Also gar nicht mal so schlecht. Und, oh, Meisterhütte ist gefallen. Naja, aber ihr seht das hier. So läuft das hier die ganze Zeit ab. Und auch wenn das mal eine etwas verlängerte Meisterhüttenfolge von mir ist, ihr wisst das selber, wie es ist. Und das ist jetzt aber mal am Stück gedreht. Ich kann das natürlich auch stückeln, indem ich sage, komm, ich mache jetzt mal eine Aufnahme und jetzt mal eine Aufnahme. Aber ich denke mal, das bringt dann nicht so das Feeling dahinter her. Und da hat er mir noch gerade zugeguckt. Ich hoffe, wie er verloren hat. Wir gucken mal rein. Jawohl, wir haben gewonnen. Ah, 2920. Okay. Und Truppen, genau wie ich auch. Okay, Drachen hat er noch nicht so hoch, aber Battle Machine ein bisschen niedriger, aber trotzdem 6er. Und ich gucke ja immer gerne mal in die Profile rein. Der war auch noch nicht da, ja, der wartet da auch noch drauf. Und wir haben aber jetzt aktuell keinen Angriff mehr. Ich werde natürlich noch ein paar Angriffe machen, werde euch hier auf den Laufenden halten. Aber wie gesagt, ich weiß im Moment nicht, was ich hier machen soll. Der Kollege hier schlägt mir natürlich vor 5-mal die Mine. Na, ich könnte mir vorstellen, dass ich erstmal die Megamine mache. Und ich glaube, ich stoße sie auch erstmal an. 8 Stunden, ich mache erstmal 8 Stunden hier nichts. Und dann lasst euch überraschen auf die Folge von morgen. Beinharter CK hier. Action pur. Und bis dahin, euer Toto. Clashed.